nicht wahr, meine Freunde. Da geht es. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, und hier haben wir wieder dieses Riesenkonstrukt. Wir haben hier bald so eine... Mensch. So eine riesen unterirdische Struktur haben wir hier bald. Voll das Riesending. That's what she said. Wow. Ich hab mich mit meinem Niveau wieder selbst übertroffen. Und mit übertroffen meine ich untertroffen. Und mit Niveau meine ich... Ja, da... Gab's mal was, glaube ich. Ich glaube, ich hatte mal sowas, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hier kann man bestimmt auch irgendwas machen, wenn das so groß genug ist. Ach, guckt mal, da ist direkt die Overworld. Da ist direkt die Grenze zur Stadt tatsächlich. Das heißt, wenn wir jetzt nach rechts graben, müssten wir theoretisch rauskommen. Wir haben hier auch noch so ein unterirdisches System vielleicht. Ach, ich übernehme mich schon wieder. Leute, nehmt es mir nicht böse, ich übernehme mich schnell. Ich übernehme mich gerne mal. Aber am Schluss klappt sowieso immer irgendwie. So, wie viel habe ich denn jetzt? 2 Stacks. Dann werde ich wieder 3 machen. Denke ich. Din, 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 din. Oh, Zelda hat so einen großartigen Soundtrack. Ich werde auch versuchen, zum neuen Zelda zu Breath of the Wild ein Day One Let's Play zu machen. Ich habe jetzt auch die Switch vorbestellt. Allerdings meinten die im GameStop, man würde nirgends mehr eine Garantie dafür kriegen, es wirklich in der ersten Lieferung zu bekommen, weil es einfach schon so oft vorbestellt wurde. Und ich muss schauen, es kann sein, dass dadurch, dass ich halt die ganzen Privilegien nicht habe, ich bin jetzt nicht so ein Riesen-YouTuber, wo dann Nintendo zu mir kommt und sagt, hier willst du unser Spiel spielen, wir schenken es dir. Wisst ihr, und deswegen habe ich eben auch nicht die Möglichkeit, also ich habe theoretisch wahrscheinlich, ich hoffe, dass es klappt, dass ich es am ersten Tag kriege. Beziehungsweise, es geht ja nicht um Zelda, es geht ja mehr um die Switch, dass ich die Switch halt am ersten Tag krieg. Was hau ich weg? An der Seed hau ich weg. Dass ich die Switch halt am ersten Tag krieg. Und dann habe ich hier auch alles, ich habe hier alles schon vorbereitet und dastehen, damit ich da tatsächlich ein Let's Play vom ersten Tag anmachen kann. Das wäre echt mega cool, wenn es klappen würde. Lass ich auch mal die Säule für die Fackel stehen. Vielleicht gehe ich hier auch gleich... Ah, da ist unsere Spitzhacke kaputt. Ach, guck mal, hier wäre so ein Riesen... Da gehe ich vielleicht auch noch einen Block tiefer, damit das nicht so... nicht so eng aussieht. Da fühlt man sich total beklemmt. Das wollte ich sagen. So, da entsteht die Stadtmauer. Von der Stadt, die immer noch keinen Namen hat. Gib mir mal meine Schaufel, dankeschön. Aber ich wollte ja erstmal mich um das da drüben kümmern. Hier um den traurigen... Hebst du die Schaufel wieder auf, um diesen traurigen Maueransatz hier... Du bist die traurigste Mauer, die ich jemals gesehen habe. Ja, ich habe Depressionen, lass mich. Entschuldigung, Mauer, so wollte ich das. Ich wollte das nicht. Ich will nicht böse sein. So, zack, 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 zack. So, das kann man ganz schnell hochziehen. Aber ich bin ja auch so... Ich freue mich so auf das neue Zelda. Ich glaube, ich werde sogar so weit gehen, sollte ich es nicht, sollte ich keine Switch am ersten Tag kriegen, dann werde ich es mir vielleicht zuerst für die Wii U holen und dann nochmal für die Switch. Ich baue den jetzt mal mit der Hand ab, der stört mich, es tut mir leid. Werde ich es mir vielleicht auch für die Wii U zuerst holen und dann für die Switch, wenn ich die Switch habe. Also vermutlich dann ungefähr eine Woche später.
Weil ich einfach mich so auf dieses neue Zelda freue. Weil Zelda-Spiele sind prinzipiell immer großartig. Zelda ist ein Spiel, das steht für Qualität. Gibt's ein schlechtes Zelda? Gut, es gibt die CDI-Titel von Philips, aber es gibt Dinge, über die spricht man nicht. Außerdem sind es ja keine Zelda-Titel von Nintendo und die sind ja nicht mehr offiziell in der Timeline. So, zack, zack, zack. Dann haben wir das. Zock, zock. Zock, zock, ich zocke Minecraft. Zocke, zocke. Oh, Super Mario Musik. Yay. Wie mache ich das hier? Mache ich da einfach wieder ein Stadttor? Ich glaube, da mache ich einfach wieder ein Stadttor, aber da drüben gehe ich dann. Hast du mich erschreckt, Huhn? Hast du mich erschreckt? Geh weg! Hier wollte ich ja eigentlich dann darüber gehen. So, wisst ihr, so hier. Weißt du, kennst du? Dass wir das dann einfach so machen. Und dann hier anknüpfen. Zack, 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 zack. Uns wird gleich auch schon wieder der erwirtschaftete Stein ausgehen. Der eine erwirtschaftete Stein. Ah, wir haben noch. Das ist schon wieder. Leute, das ist schon wieder der letzte Stack! Meine Güte, was ist denn hier los? Ach du Kacke, muss ich da. Ob ich das jetzt in einer Einheitshöhe mache, ich glaube nicht. Ich glaube, da werde ich abstufen müssen. Baue ich die Erde auf die höchste? Nee, ich glaube, ich gehe mit der Erde eine Stufe tiefer. Auf jeden Fall, wenn wir damit fertig sind, dann sind wir auf jeden Fall sicher vor Monstern. Habe ich jetzt mir wieder ein Feld? Nein, habe ich nicht. Wenn ich denn alles ausgeleuchtet habe da oben. Eines Tages vielleicht. So, ist ein neuer Tag. Ein neuer Versuch, was zu bauen. Dann mache ich das Ganze. Die Höhe. Die Höhe. Ja, das passt auch mit da drüben. Da kommen wir doch auf einen gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner ist 42, denn das ist die Antwort auf alles. Zack, 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 zack. Dann ziehen wir hier erstmal so eine Decke drüber. Was wir dann da drunter machen, weiß ich noch nicht. Ein super secret Geheimversteck oder so. Nein. Keine Ahnung. Den Rest bringen wir jetzt erstmal auf die Höhe. Bis hierher. Und den Rest machen wir dann, keine Ahnung, so stufig halt. Oder. Moment, vielleicht. Mache ich auch hier so. Bis hier und dann. Haben wir da so Abstufungen.
Witzig. Es ist gerade. Leute, es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. So, so machen wir das erstmal. Und dann ziehen wir hier das durch bis zum Schluss. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Ah, nee, nicht bis. Quatsch. Es hat schon gestimmt. Bis. Dahin? Vielleicht. Ja, müsste. Vielleicht so passen. Doch, müsste so passen eigentlich. Zack, zack. Dann. Ach, Erde haben wir ja genug. Ich hatte Angst, dass uns vielleicht potenziell die Erde ausgehen könnte, aber. Quatsch. So ein. Wo denke ich denn überhaupt hin? Wir haben ja genug Erde, um. Um ganz Afrika mit Erde zu versorgen. Oder so. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Nicht fragen. Ah, da hätte ich noch eine Stufe tiefer gehen müssen. Ah, da bin ich sogar. Moment. Muss ich aber da schon eine Stufe tiefer gehen? Dann machen wir das so, ja. Zack, zack. Und dann muss ich hier noch eine Stufe tiefer gehen. Ja, doch so müsste man das machen können, denke ich. Weil ich will halt die Erde überall so eine Stufe unter dem Rand haben. Weil ich da wahrscheinlich eh über die meisten Stellen Stein drauf drüber machen werde. Ich habe noch Erde im Inventar, gut. Ganze noch mal eine Stufe reinmachen. Und hier noch eine Stufe tiefer gehen. So, sehr gut. Dann muss ich das halt hier drüben noch anpassen irgendwie, aber das wird schon passen. Dann werden. Ah, Moment. Moment, dann werden da drunter ganz viele Monster spawnen. Da muss ich später nochmal auf Peaceful gehen und dann da unten ausleuchten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil ich habe jetzt keine Fackeln da und ich will jetzt nicht hier nochmal weggehen und Fackeln holen. Von deswegen her werde ich dann nachher nochmal einfach in den Peaceful-Modus schalten. Dass alle Gegner despawnen und dann dafür sorgen, dass sie nicht mehr spawnen.